Und es spitzt sich zu im Fall Anatoly Karpow hier in München, U-Bahn-Station Lehe. Ich höre schon die Polizei. Oh, und dort hinten sehe ich schon einen Polizeibeamten. Verdächtig, verdächtig. Hallo, es gibt nichts zu sehen. Wir sind von einer Rundfunkstation. Ja. Wir ermitteln im Fall Anatoly Karpow. Sie sind doch Polizist. Es gibt nichts zu sehen. Aber warum stehen Sie denn hier so rum? Wir haben dem Martinshorn also, ausgefallen. Was denn? Ja, wir haben hier wohl kein Verdächtiges. Was ist denn in dem Auto? Welches Auto? In diesem Auto. Nein, da liegt jetzt nur. Wir doch mal den Koffer und wir ermitteln doch. Gehen Sie mal beiseite, Herr Polizist. Wusste ich's doch. Wer sind Sie denn? Ein Zeuge? Haben Sie Anatoly Karpow gesehen? Ich habe Anatoly Karpow hinten über die Straße laufen sehen und plötzlich kam ein großer schwarzer Van. Der kam da an und hat den einfach so rausgenommen. Wen? Einfach so mitgenommen, den Kunikova Karpow da. Wohin denn? Gebracht? Ja, einfach so ins Van eingeschlossen plötzlich und da irgendwie mit... Seht ihr? Es wird immer spannender. Und Sie sagen, da wäre nichts. Wir ermitteln weiter. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten.